Ich bin in Rostock geboren, hier in Mecklenburg. Das ist so 100 Kilometer nördlich von hier. Hier ist unwahrscheinlich viel los. Also man glaubt immer, dass es auf dem Dorf immer so ganz ruhig und beschaulich ist. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade auf dem Dorf ist man im permanenten Austausch mit den Leuten. Es passiert immer was, man muss immer irgendwas machen oder sowas. Wenn man Ruhe haben will, muss man in die Stadt ziehen. Dann muss man in die Stadt, da kann man die Tür zumachen und dann ist wirklich Ruhe. Auf dem Land schafft man das nicht. Da ist immer irgendwas los. Da ruft immer einer über den Zaun, komm mal her oder komm oder ich brauche dies oder das. Also es ist wirklich immer etwas los auf dem Dorf. Es war kein schönes, genussvolles Leben für mich, in der Stadt zu wohnen. Das hat mich nie gereizt, nie. Ich wusste, ich muss da die Schule machen und habe da auch studiert und das war auch alles gut, aber das ist überhaupt nicht meine Lebensart, Lebensweise. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich dann doch ziemlich früh den Schritt hierher gemacht habe und wirklich alles, also meine Wohnung aufgegeben habe und hier rauszuziehen und wirklich das zu machen, was immer in mir drin war, auf dem Land zu leben. Ich habe gesehen, also ich laufe ja auch immer durch einen kleinen Wald und so, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Und habe ich gesehen, dass ein Baum also die Spitze abgebrochen ist. Den würde ich jetzt zum Beispiel abnehmen. Was ich gut trifft, weil ich eh nur mit Holz heize. Ne? Insofern, Baum abnehmen. So fällt man Bäume bei uns. Ich bin auch schon den Superb gefahren, den ich auch sehr, sehr liebe. Der hat auch Anhängerkupplung und ist auch Allrad. Also die müssen hier alle arbeiten. Die stehen nicht nur so rum zur Zierde oder sowas. Die müssen wirklich arbeiten. Und Allrad deswegen, weil ich manchmal auch das Gelände abfahre und wenn dann die Wiesen rutschig sind oder sowas, dann hilft natürlich Allrad. Ich bin so dankbar für das Leben, dass man so sagt, Hauptsache man bleibt gesund. Also eben auch für die nächste Generation und so weiter. Das ist eigentlich alles. Ich nehme die Sachen so, wie sie kommen und freue mich und ist alles wirklich gut.